So, ich habe eben Dead Space neu gestartet, weil ich mit meiner neuen Aufnahmetechnik das leider so machen muss, dass ich jedes Mal die Aufnahme auch beenden sollte, das Spiel beenden sollte. Und dann geht's hier weiter. Wir sind in Kapitel 7, das war mir völlig entfallen, und sind bei 5 Stunden minus 1 Stunde und 33 Minuten. Blab! DCEC rät alle Mechanikern, einen Energieknoten dabei zu haben, um Räume mit Notvorräten zu öffnen. Der Inhalt dieser Räume ist willkürlich. Ja, das... Nein! So. Ha! Meine Rig ist nicht freigegeben. Wo kann ich die denn freigeben? Ihre Rig ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. Nur... Oh nein, ihr makabren Ärsche. Nehmen wir einfach mal den lieben Herrn mit. Howard Phillips. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Das hat er, das kann ich versichern. Es ist so dunkel. Ach nee, das war ja so, ne? So. Ja, mach Licht an. Komm jetzt. Was? Howard Phillips, bitte geben Sie einen verbalen Zugangscode zur Autorisierung Ihres Gastes ein. Knäckebrot. Knäckebrot. Das ist nicht nett. Verbal. The fuck? Wenn ich das berühre, bin ich doch bestimmt tot, oder? Doch nicht. Wir sind Super Isaac. Uns interessiert das ein Scheißdreck. Anderen Seite rein. Auch wenn ich hier nicht so viel bessere Karten zu haben scheine. Warum wollte ich das überhaupt aufschießen? Okay, das ist annehmbar. Auf jeden Fall. Ein Energieknoten. So. Oh. Hallo, was bist du? Scheiß drauf, dass der keinen Kopf mehr hat, ne? Ist doch alles nicht so schlimm. Und da sagen die Menschen, dass man denn kein Geld rausprügeln kann. Das sieht... Darauf habe ich nur gewartet. Weg mit euch. Na, scheiße, wie schon. Was kommst du mir so nah? Verziehe es sich. Weg mit euch. Nein, du. Was habe ich gesehen, was ich nicht hätte sehen dürfen? Das ist schon böse, wie sich das Teil immer mitdreht. Ach so. Das ist interessant. Obwohl da eine Wand ist, kann ich das runterschlagen.
Oh, da. Fuck. Ah, wieso gehe ich nicht einfach da durch? Warum so viele Kanister? Do not like. Textlog. Lesen. Persönliches Log Howard Phillips. Aufzeichnung 466. Ich habe versucht, solange es geht, außerhalb der Reichweite von ANTIs. Okay, dann ANTIs Interfaces zu bleiben. Tut mir leid, ich musste gerade ein bisschen überlegen, ob ich das jetzt Anti oder ANTI ausspreche. Ich will Ihre Entschuldigung bezüglich meiner Versetzungsgesuche nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn ich nachfrage, höre ich nur computerisierten Bockmist. 23 Gesuche. Ich habe 23 Gesuche eingereicht und nicht eine Antwort erhalten. Ich weiß, dass sie lügt. Ich weiß, dass sie nie abgeschickt hat. Das ist gut, dass die Vögel nicht kommen. Juhu! Aber ich hab's ANTI gezeigt. Ich hab beim Mittag alle meine Vögel aus dem Käfig gelassen. Nein! Es war so schön zu sehen, wie sie glücklich und frei herumflogen. Ich wünschte, ich hätte nicht so eine wahnsinnige Stimme. Und ich könnte einer von ihnen sein. ANTI spuckte irgendwelche Verordnungen aus und sagte was von abnormen Profilen. Mir doch egal, ich habe heute den ganzen Tag mit den Vögeln getanzt. Ich liebe meine Vögel. Ich will heim. Na, natürlich. Das sind wahrscheinlich wieder schnelle Viecher. So, schauen wir uns das Problemchen nochmal an. Oh, haben wir das? Da haben wir das. Unautorisierte Benutzung des Zugangslifts erkannt. Bitte antworten Sie. Ach, du bist ANTI? Das würde Sinn machen. Wieso kriegen wir jetzt Stase nachgeschmissen? Ach so, dann nehme ich die doch gleich mal alle mit. Da kommt doch bestimmt noch jemand, ne? Okay, das bleibt erstmal unten. Und wir benutzen mal mehr unsere... Wo kam der her? Egal. Ja, damit war zu rechnen. Aber du tust uns nichts, weil du hast da nur rumgekrabbelt, ne? Ist jetzt nicht wahr, der ist jetzt nicht hinter... Der ist hinter mir! Meine? Hallo? Der wurde wegen Metallplatten geschützt? Oh Mann. Das muss man bei der Überraschung erstmal checken. Meine Güte. Okay, Energiekanone, was hast du? Impulsgewehr. Yep. Schöne Sekundärwaffe erhöht. Schaden, Nachladen, Kapazität um 1 erhöht. Ah, das scheint ja nicht so viel zu sein. Egal, machen wir es einfach mal. Ja. Blödes Aas. Ach, du bist da rausgekommen? Oder wie, oder was, oder? Okay. Caution.
Ich weiß, dass sie da oben sind. Selbst wenn sie lange genug leben, um die Energie wieder herzustellen, ist kein Entkommen. Alle Routen zum und vom Regierungssektor werden überwacht. Geben Sie auf. Oh! Miese Scheiße! Gluck, gluck, gluck! Hier ist ein frisches Diebels. Nein, ist ein frisches Arizona. Ah, das Zeug schmeckt einfach köstlich. Danke sehr. Fallen sind verdammt mies. Mach das Licht an. Danke. Lebenserhaltungssysteme werden gereinigt. Gereinigt. Habe ich kein Problem mit. Ich habe noch 100 Sekunden Luft. Und ich renne jetzt nicht wie ein Irrer durch. Weil ich weiß, dass hier jetzt so dumme Fallen passieren können. Eins. Und zwei. Und jee, wir haben noch genug Zeit. Ne, DJ, DJ. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Da bist du. DJ, 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 Ghost Life. Na, was willst du? Hm? Komisches ANTI. Rutschiau. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Computer, ja. Sofort alle Funktionen der Solaranlage deaktivieren. Systemabregelung initialisiert. Nein. Das ist doof. Systemabregelung abgeschlossen. Tut mir leid, Clark. Ich weiß, was Sie vorhaben und kann nichts zulassen, dass Sie Erfolg haben. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ah, okay. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Umleiten. Ah. Aha. Puh, das ergibt Sinn. Grün. Das sieht interessant aus. Aber warum auch immer die so einen komischen Zugang dafür machen? Was überrascht? Nichts überrascht. Hier ist nichts an... Besucher, Hauptrechner. Oh nein. Der unautorisierte Zugriff auf den Hauptrechner ist eine Verletzung des Bürgerrechts der Titanstation. Bringen Sie vom Sicherheitskasten zurück. Nein! Ist ja gut, dass ihr das nicht haben wollt, aber so. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Okay. Man muss sie also noch in einer richtigen Reihenfolge. Na? Einsetzen. Gut, das ergibt Sinn.